Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia und herzlich willkommen zurück zu The Legacy of Kain, Part 2, Soul Reaver. Ja, wir haben jetzt Part was Tragisches erfahren. Razel war damals auch ein Seraphon. Horstier war ein Seraphon. Und Kain hat sich halt alle Seraphon zu seinen Untertanen gemacht, indem er sie zu Vampiren gemacht hat. Nachdem sie letztendlich gestorben sind. Nur Malek natürlich nicht, weil er vom Artanius in diese Zauberrüstung gezwängt wurde. Beziehungsweise die Seele wurde mit der Rüstung kombiniert. Ja. Jetzt ist der Hass natürlich noch größer auf Kain. Razel ist jetzt bei so einem Schiff und das Schiff, naja, das ist nicht offiziell bestätigt, aber Fans vermuten, dass es die MS Bitter ist. Aus Blood Orm. Was ist die MS Bitter? Naja, das Ding ist, das ist so ein Piratenschiff, was man nur ganz besonders erreichen kann. In Nostgard waren damals 5 Schalter verteilt. Irgendwo. Man konnte nicht wissen, wo die sind. Man muss es einfach herausfinden. 2020. Blood Orm ist echt mittlerweile richtig alt. Und in 2020 haben die erst diese Schalter gefunden. Wow, das ist eine Harpune. Und dann wird eben halt dieses Piratenschiff freigeschaltet. Die Frage ist, warum soll hier vor Rahabs Territorium so ein Piratenschiff stehen? Als ob das über die Jahre hinweg hier einfach stehen blieb. So robust ist ein Piratenschiff auch nicht. Ich denke, die Vampire wollen hier kein Piratenschiff stehen haben. Jetzt frage ich mich natürlich, wo geht's hier weiter? Notlösung wäre natürlich für die Spektralwelt. Aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Also, könnt gerne in den Kommentaren mit mir diskutieren. Glaubt ihr, dass die Bitter ist? Ich glaube da nicht dran. Hier war meine Spektralwelt. Wir haben eine süße Fan-Theory, sag ich mal. Tatsächlich. Nur in die Spektralwelt kommen wir da hoch. So, jetzt müssen wir kurz vor Rahab sein. Das Ding ist, ich hätte gerne so ein Warp-Tor gefunden. Damit wir noch in diesem Part erst... Ja, okay. Sorry, es gibt noch keinen Rahab. Denn wir holen jetzt erst die Zaunglöfe. Wo ist die Zaunglöfe? Ihr erinnert euch bestimmt noch an die Kathedrale. An diesen riesigen Ventilator. Und vielleicht dann ins Loch gesprungen, wo der Ventilator ist. Denn wären wir fündig geworden. Dafür brauchen wir allerdings die neue Fähigkeit. Razel kann jetzt Projektile schießen. Die Kraft, möge die Macht mit dir sein. Er hat jetzt die Macht. Und das brauchen wir tatsächlich für die Zaunglöfe. Ich würde gerne einen Teleporter benutzen. Warum geht das denn schon wieder nicht? Okay. Jetzt muss ich nur das richtige Gebiet finden. Das ist mir hier. Da müssen wir eigentlich auch noch was holen. Was zum Geier ist das? Das ist Zephon. Das müsste richtig sein. Aber was zum Geier war das? Habe ich irgendeinen Teleporter übersehen? Naja. Ich glaube, der Teleporter wird später noch aufgedeckt. Weil ihr wisst ja, dass man auch zu alten Gebieten nochmal zurück muss. Ich glaube, das war so die Zitadelle der Menschen. Muss halt zu alten Gebieten nochmal zurück, wenn man neue Fähigkeiten hat. Aber ich muss wie immer sagen, das Backtracking in den Spielen ist eigentlich ziemlich cool. Es gibt Spiele, wo das Backtracking einfach nervig ist. Und es gibt Spiele, wo das Backtracking gut gemacht ist. Wie bei Soul Reaver, Banjo-Tooie und auch bei Abyscape. Bei diesem Spiel schreibe ich Backtracking eigentlich in keinster Weise. So, lang, lang ist es her. Oh Gott. Habt ihr die Kathedrale auch so vermisst wie ich? Die wunderschönen Blockschieberätsel. Oh Gott. Ja, und das ist das einzige Backtracking, was ich jetzt erstmal mache. Ciao! Ist das nicht wunderbar? Diese Gegner, die haben mir echt das Leben schöner gemacht. Jetzt, da wir diese Projektile verschießen können, haben die nicht mehr wirklich was zu melden. Und der fühlt sich cool. Haha, ich warte einfach, bis du hochkommst und dann greife ich dich an. Und dann magst du mit gewinnen.
Nein, ich habe keinen Mana mehr. Jetzt greift er mich an, ne? Tja, ich war too slow. Ich habe nicht keine Lust, den Soul Reaver zu verlieren. Mensch, schlimm wäre es nicht. Wir sind ja eigentlich immer genug Waffen. Aber muss ja trotzdem nicht sein. So, wo war jetzt der große Raum mit diesem Ventilator? Rostier, mach doch einfach nur die Tür auf. Wer kam auf die Idee? Den Angriff. Nein, was? Jetzt bin ich hier? Ist doch voll falsch, oder nicht? Nee, gar nicht. Ich muss da nochmal hoch. Oh nein, das ist kacke hier. Ich glaube, ich hätte einen Teleporter nehmen sollen. Ich glaube wirklich, ich hätte einen Teleporter nehmen sollen. Jetzt bin ich traurig. Ist da was? Den Weg cutte ich euch mal. Bis gleich. So, ihr Lieben, das war ein Akt, hier wieder hochzukommen. Aber nur in diesem Verdau. Das will ich jetzt die Karte tragen. Und ich meine, wenn wir jetzt reingehen, sind wir auch rucki-zucki beim komischen Windraum. Ich nenne das jetzt einfach mal Windraum. Und ja, ich habe den Soul Reaver verloren. Es tut mir leid. Ich habe ihn verloren. Ich bin nicht stolz drauf. Aber so ist es nun mal. Ich glaube, hier sind wir jetzt schon direkt richtig. Ja. Deswegen wollte ich euch einfach mitnehmen. Eingang der Kathedrale. Und jetzt sind wir hier. Hier ist der Windraum. Ich habe damals Wind gemacht. Aber hier ist noch ein Secret Gang. Hätten wir damals auch schon hingehen können. Das Ding ist, ohne Soul Reaver nichts los. Nein, jetzt habe ich natürlich keinen Soul Reaver. Mann. Ich kann aber trotzdem schwache Projektile verschießen, was ziemlich cool ist. Ich frage mich natürlich, reicht das jetzt auch, um das zu zerstören? Tatsächlich. Also ich brauche nicht den Soul Reaver, um komplett powerful zu sein. Ich kann auch so schießen. Ist aber nicht mehr so stark. Ja, und das ist natürlich jetzt der Eingang zu der dritten Glyphe. Wir haben jetzt die Kraftglyphe, die Steinglyphe und hier gibt es die Soundglyphe. Also die Glyphe des Klangs. Hat also was mit Musik zu tun. Wer hätte gedacht, in der Kathedrale, wo ja schon mit Musik arbeiten muss, mit den Glocken, hat das was natürlich mit Musik zu tun. Ich weiß gar nicht mehr, was die macht. Ich glaube, die Glyphe war schlecht. Ist ja nicht schlimm. Ich hole die trotzdem. Früher oder später werde ich vielleicht Nutzen dafür haben und dann freue ich mich. Okidok. Ich glaube, es war auch ein bisschen tricky, aber wir schauen mal. Da ist nämlich so ein Stock. Seht ihr das? Da ist so ein Klopper. Da. Den nehmen wir jetzt mal mit. Weil den brauchen wir tatsächlich für dieses Rätsel. Sprich, du musst erstmal dieses Ding finden. Und das sieht auch interessant aus. Rastel jetzt hier voll im Protestieren. Ja, ich hab du Klöppi. Ja. Mann, warum kommt kein neuer Soul Reaver raus? Fackel, Mistgabeln. Sieht so süß aus, irgendwie. Wie er das so hält, so. Oh. Als wieder voll am Rebellieren und Streiken ist. Ich finde das voll süß. Echt. Ich spiele es eigentlich alles andere als süß, aber ich feiere das irgendwie, wie er das hält. Ich liebe es. Jetzt haben wir ein Problem. Also, ich kann euch garantieren, dass wir das brauchen. Ich kann euch auch das Rätsel verraten. Da hinten ist eine fette Glocke. Die müssen wir läuten. Das ist das Rätsels Lösung. Und wenn wir dagegen schlagen, reicht das halt nicht aus. Wir brauchen wirklich so ein Klöppi. Und den halte ich jetzt hier in der Hand. Wir können aber nicht so weit fliegen. Bedeutet, wir müssen in die Spektralwelt. Was ist das Problem in der Spektralwelt? Richtig. Dass man keine Gegenstände halten kann. Deswegen versuche ich den Klöppi hier mal irgendwie rein zu buxieren und ja, die müssen wir irgendwie darüber transportieren. Das ist ein nettes Rätsel. Und kein Schieberätsel. Ich hab's euch gesagt. Schieberätsel sind langsam vorbei. Es gibt natürlich noch Schieberätsel, aber große Masse ist jetzt zu Ende. Oh Gott, es sieht nicht so aus, als wenn er oben bleiben würde. Ich trau dem Braten jetzt mal und hoffe, dass er da bleibt. Hey, ihr seht schon bestimmt, wie das gedeichselt ist. Das ist eigentlich ein cooles Rätsel. Selbst erklären muss nur diesen Klopper da finden. Ich hoffe, der bleibt jetzt da. Bitte bleib da. Bist du ein liebes Ding. Ja. Komm, Rassel, protestier und streik wieder. Sieht so geil aus.
Den Sprung müssen wir schaffen. Sag nicht, wir haben es jetzt generell schon geschafft. Oh nee, das hätte ich erst... Okay, das kann ich aber zum Glück hier ablegen. Vielleicht muss ich ja erst meinen Soul Reaver zerschießen. Es geht nur um meinen Soul Reaver. Den Klöppi hätte ich da jetzt nicht gegenwerfen können. Was eigentlich unlogisch ist. Ich meine, wenn der eine Glocke läuten kann und aus Messing oder was ist, oder so aus Gold, dann müsste der das doch zerstören können. Naja. Ich hoffe, der ist noch da. Dieses Gesehen mit Render Distance fand ich jetzt nicht so cool. Klar, wir müssen in die Spektralwelt. Ja. Habt ihr das gesehen? Bevor ich die hingeschleudert habe, doch, der ist noch da. Gut, Rassier. Dann protestieren wir zwar jetzt noch einmal, dass es keine neuen Sorrow-Spiele mehr gibt. Komm. Ja, protestieren. Das ist so süß. Das ist so süß. Beste Waffe im Spiel. Ja, und hier haben wir eine gigantische Glocke. Let's go. Der Glöckner von Nosgoth. Das ist ein schrecklicher Klang. Das gehört, wie schrecklich es sich das angehört hat. Und ich glaube, das ist auch extra intended, weil der Klang wird der Vampir noch nicht gefallen und das ist, glaube ich, der Sinn der Sache. Ich weiß echt nicht mehr, was die Glyphe genau macht. Werden sie ausprobieren. In Rahabs Gebiet. Wir kennen übrigens jetzt alle Vampire, außer die von Rahab. Du hast schon gesehen, das ist alles so maritim. Ich kann mich versichern, Rahab hat sich das Wasser als Vampir zu eigen gemacht. Was ziemlich krass ist, wenn man bedenkt, dass die Vampire ursprünglich alle eine Wasserschwäche hatten. Ja, die Soundglyphe. Fusion. Cool. Und jetzt müssen wir auch mehr Energie haben. Ja, 0 von 8. Das Problem ist, ich muss wieder Mana finden. Ich glaube, hier bekommen wir das. Ja. Okay. Protestieren. Ich feiere das. Gut, Leute. Jetzt kommen wir hier endlich wieder weg. Das war die Soundglyphe. Soll ich heute den Weg wieder schneiden? Ich glaube schon. Ich meine... Nein! Ich werde meinen Klöppi vermissen. Also ich gehe jetzt hier raus und schneide ich euch den Weg. Dann sehen wir uns wieder, wenn wir in Rahabs Gebiet sind. Aber das Rätsel finde ich ziemlich cool. Könnt ihr euch ja mal aufs Herz fassen, ob ihr selber drauf gekommen wärt. Hättet ihr einen Klöppi gefunden, wärt ihr darauf gekommen, den zu benutzen, um die Glocke damit zu läuten? Ich finde, es gibt offensichtliche Rätsel. Das ist jetzt nicht super offensichtlich, aber auch nicht super schwer. Wir haben schon knackigere Sachen. Gut, ihr Lieben. Wir sehen uns bei Rahab. Wait. Ich glaube, ich muss gar nicht schneiden. Ich bin ja schon fast da. Ich glaube, ich bin schon fast da. Quick. Hier kommen wir die Materialien weg. Nein, lass mich in Ruhe, du blöder Slug. Lass mich in Ruhe. Gott, wie ist jetzt am Lecken? Ja. Toll. Gut gemacht, hast du ja. Ja, jetzt brauche ich auch nicht kämpfen. Ohne Soul Reaver keine Chance. Ich habe schon eine Chance, aber nur wenn ich eine Waffe habe. Ich habe ja keine Waffe. Ich weiß, to be honest, nicht, wie ich hier wieder wegkomme. Ich habe hier. Ja, das ist immer was mit der Orientierung. Nee. Okay. Wir sehen uns wieder, wenn ich den Weg gefunden habe. Bis gleich. So, ihr Lieben, da bin ich schon wieder im Gebiet von Rahab. Jetzt müssen wir erstmal wieder ein Tier vom Wasserfall kommen. Vom Schiff. Ist hier die Bitter? Hier ist die Bitter. Ich nenne das jetzt trotzdem die Bitter, weil es besser als immer Piratenschiff zu sagen. Ich habe erst überlegt, Let's Play Soul Reaver an Katzen gleich schneiden, aber das sind doch ein bisschen zu viel Laufweg und ja. Das Ding ist, wenn man mit PlayStation 1 Simulator arbeitet, das tue ich ja logischerweise, weil die Grafik viel besser ist. Der Emulator ist ein bisschen der erste kleine Bitch. Ich drücke irgendwo hin, Spiel freest. Selbst wenn ich den Greenscreen Cutscene zwecken will, Spiel freest. Und normalerweise, wenn ich cutte, drücke ich auf Aufnahme pausieren.
geht ja nicht. Dann freest auch das Spiel. Ist ein bisschen umständlich jetzt. Vor allem, ihr weißt jetzt nicht, wie lange der Part ist. Und ja, das ist die Drowned Abbey. Die Flucht vor der vampirischen Gefahr ist diese Abtei in den Fluten versunken. Dein Bruder Rahab und seine Brut, die selbst die schwachen Strahlen der Sonne Nosgoths fürchten müssen, haben ihre Verwundbarkeit durch Wasser überwunden und sind nach unten ausgewichen. Nun suchen sie die Ruine heim und gleiten durch die Dunkelheit dieser Tiefen. Sieht eigentlich schön aus, ne, mit den ganzen Gravuren, mit dem Wasser. Für die Nosgoth-Verhältnisse aktuell sieht das cool aus. Und ja, das sind die besonderen Fenster und ich glaube, in diesem großen Komplex, das wäre Rahab schon drin. Der Dungeon ist gar nicht so groß. Das Ding ist, es ist ziemlich frustrierend, weil Jump-Run-Passagen echt hart sind. Ja, die Abtei. Die Abtei. Komm schon, Asiel, danke. Genau, das ist unser Ziel. Du bist irgendwie zu diesem Wasserspeier. So ziemlich hoch. Und auch wenn es so aussieht, als könnte man da klettern, ich glaube nicht, dass man da klettern kann. Ja, überall lauert der Tod. Das ist jetzt quasi The Floor's Lava Challenge. Jetzt machen wir jetzt eine falsche Bewegung, wir landen im Wasser und sind halt Geschichte. Ja, wunderschön. Das wollte ich euch jetzt erstmal demonstriert haben. Da habt ihr's. Hä, wie willst du denn so weit kommen? Da hätte ich wahrscheinlich in die Spektralwelt müssen. Ja, das ist ein sehr schwerer Dungeon. Kann man in 5 Minuten, okay, in 5 Minuten wahrscheinlich nicht, 8 Minuten schaffen, wenn man Überprobe ist. Aber bei mir wird es wahrscheinlich eher eine Stunde. Das Besondere an Dungeon ist, er hat keine Rätsel. Es gibt ja keine Rätsel. Nein, ich habe keine Seelen. Es gibt halt nur diese Sprungpassage und soll ich das cool finden? Eher nicht, ne? Weil die Sprungphysik in dem Spiel halt ein bisschen fragwürdig ist. Schönerer Seel. Mühsam ändert sich das Eichhörnchen. Ist mir Renner aufgefallen, wenn keine Seele da ist. Steigt die Zeit trotzdem ein bisschen, weil. Ja, irgendwie muss es ja weitergehen, das Spiel. Hallo? Raziel? Danke. Und in die Katze haben wir auch schon so ein Rahab eben gesehen, so Nachkommen von Rahab. Und ja, der hatte wirklich so Kiem. Der hatte wirklich Kiem. Leute, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Es geht jetzt in die Spektralwelt. Und? Lustigerweise passiert nichts, oder was? Dein Ernst? Oh, das wäre ja doch gegangen. Ja, jetzt bin ich in der Spektralwelt und alles ist kacki, ne? Jetzt kann ich da nicht drauf. Ja. Wunderbar. Da bin ich eben wahrscheinlich einfach nur schlecht gesprungen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Fängt schon gut an. Das ist übrigens alles Kindergarten noch. Die richtig späten Sprungpassagen, die kommen noch. Das wird ein Spaß. Ein Spaß für die ganze Familie. Für klein und groß. Für kleine Vampire, für kleine Mädchen. Und für erwachsene Tourists. Kleine Soul-Rewards. Gut. So, jetzt aber wirklich. Mädchen, streng dich an. Und Raziel, du auch. So. Also. Anlauf und hoher Sprung, I guess. Aber ist doch blöd mit der Kamera. Guck mal, ich kann die gar nicht richtig ausrichten. Ich will mal die anders ausrichten, aber das Spiel lässt mich nicht. Ja, doch, jetzt. Komm schon, Raziel. Gott, jetzt hält er sich gerade noch so fest. Das gibt's doch nicht. Das ist echt knapp ermessen. Und ich traue jetzt, dass es nur als Kindergarten ist. Das wird noch so schwer. Ja, und da werden wir schon beobachtet. Wunderbar. Ich freue mich. Willst du kommen oder bleibst du im Wasser? Ich glaube, der ist schon gestunt. Nach einem einzigen Treffer bist du schon gestunt und gibst schon auf. Die Gegner scheinen nicht wirklich stark zu sein. Sich von sowas einschüchtern lassen? Oh nein. Schieß mich jetzt bitte nicht ab. Danke. Gott, die Musik. Das klingt so, als wäre eine Orgel im Spiel manchmal. Da. Interessanter Soundtrack. Bisschen überdramatisch.
cool. Sind wir schon in der Abtei drin. Oh, was war das denn? Was war das denn für eine Killer-Kombo? Einfach mein Projekt hier da rein verfrachten. Schieß einfach preemptively. Ja. Tatsächlich, da ist schon wieder einer. Ich meine, ich könnte jetzt meine Soundglyphe ausprobieren, aber. Ich mach's, wenn zwei Gegner da sind, versprochen. Hier ist schon wieder so ein Mechanismus. Das Nussgott von 1000 Jahre später als Blatt oben ist so mechanisch geworden. Die Vampire, die haben einen mechanischen Tick. Hier jetzt runter, da geht's ins Wasser. Ich will nicht ins Wasser. Nee, nee, nee. Ja, was ist das für eine komische Kurbel? Wie setzt man das in Gang? Ich weiß es nicht. Wir gehen erstmal weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich die Stangen überhaupt haben möchte. Weil wenn ich die Stangen habe, kann ich natürlich nicht die Projektile benutzen. Egal. Komm. Nein, da waren zwei Gegner. Ich wollte euch doch die Soundglyphe zeigen. Ja. Das Let's Play ist noch jung. Es wird wahrscheinlich noch viele Möglichkeiten für die Glyphe geben. Nur jetzt ist es noch nicht so weit. Ihr müsst auch geduldig sein. Was ist das für ein seltsamer Gang? Einfach nur Nachkommen von Rahab und das war's. Sehr seltsam. Was ist das? Das ist übrigens das Zeichen von Rahab. Ja, ein Rahab kann ich da jetzt nicht rauslesen, aber das ist das kleine Zeichen. Ach, ich sehe, was hier verlangt ist. Böse Sprungpassagen, ja. Und diese Sprungpassagen sind mehr als nur böse. Guck, wie klein das Plateau ist. Das gibt's so nicht. Danke, Rassia, dass ich wenigstens. Nevermind. Das Danke hätte ich mir sparen können, I guess. Ach, verdammt, ich weiß doch gar nicht, ob ich hier richtig bin. Okay, der Abtei ist doch größer als gedacht. Ja, dieses Gebiet kann man in 6 Minuten schaffen. Ich glaube, das habe ich geträumt. Ist doch ein bisschen größer als gedacht. Immerhin bin ich jetzt nicht wieder bei diesem mechanischen Gerät. Aber wie komme ich jetzt hier wieder weg? Das ist eine gute Frage, oder? So, ohne Witz. Wie komme ich hier wieder raus? Das gibt's auch nicht. Hier vielleicht? Ich hoffe, das ist hier was. Hätte ich mal die Zaunglyphe benutzt, da hätte es mal zurückgegeben. Ja. Also ich muss jetzt die Sprungpassage schaffen. Und das ist erst die drittschwerste. Es gibt nur 2 Sprungpassagen, die schwerer sind als das. Und hier bin ich schon voll am Verzweifeln. Das wird lustig. Ich werde eigentlich gar nicht so schlecht in Jump'n'Runs, aber es ist Rassia. Ich glaube. Ja. Weil er kann zwar gleiten, aber er kann halt nicht fliegen. Da waren die Abstände ein bisschen zu groß. Boah, ich dachte, das wäre so abgeflacht und schräg, dass ich nicht mehr da drauf komme. Aber es geht ja doch. Das Ding ist, schafft er diesen Sprung? Schafft er auch nie. Gerade so, oh mein Gott. Ich bin so stolz auf dich, Rassia. Ich bin wirklich stolz auf dich. Dass er diesen Sprung geschafft hat. Hätte ich ihm nicht zugetraut. Nein, was? War das jetzt doch falsch? Leute, ich glaube, es war doch falsch. Ist ja schön, dass ich jetzt hier rübergekommen bin. Es gibt so ein Problem. Ich habe keinen Weg, wie ich wieder in die materielle Welt komme. Als ob das jetzt wirklich so ist, wie hätte ich denn da schon rüberkommen müssen? Ja, oder komme ich da durch, weil es so eine Gittertür ist? Oh mein Gott, um die Ecke denken. Wie cool. Darum sind jetzt manchmal so Gefängnis-Gittertüren. Weil in Spektralwelt dann da auch durchkommst. Das ist ja clever. Ist mir damals gar nicht aufgefallen. Das ist ja cool. Ja, ich glaube, da haben wir doch alles richtig gemacht. Kann der Typ bitte verschwinden? Der irritiert mich irgendwie. Jetzt frage ich mich, wo ich hier rauskomme. Wo komme ich raus? Ah, das ist der Raum. Ja, wenn wir den Boss geschafft haben, müssen wir hier nochmal zurück. Das Ding ist,
Gott, wie viele Slurks sind denn hier? Das Ding ist, ich kann ja unter Wasser zwar Projektile verschießen, aber ich kann unter Wasser dann trotzdem nicht damit Material zerstören. Es geht halt nur in der materiellen Welt. Bedeutet, den Weg müssen wir merken. Ich glaube, dahinter war sogar was Wichtiges. Ich glaube, mich so daran erinnern zu können, was da war. Aber natürlich möchte ich euch an der Stelle nicht spoilern. So, oh, Wasser-Dungeons, schon damals in Ocarina of Time fast. Hier natürlich auch wieder nervig as hell. Ich frage mich jetzt wirklich, wo ich hin muss. Bin ich von hier gekommen? Ich weiß es eigentlich nicht mehr. Ich glaube, ja. Ich glaube, von hier bin ich gekommen, aber links auch das. Ja, okay. Dann weiß ich, dass wir durch das Gitter gehen. Oder führt das Gitter nur nach draußen? Ich weiß es nicht mehr. Wir checken das mal aus. Ich meine, wenn man hier einen Fehler macht, ist man wieder direkt am Anfangsbereich. Und darauf kann ich gerne verzichten. Wir schauen mal, wohin das führt. Ich glaube, das ist in der Tat der Anfangsbereich. Nee. Tschüss. Ich kann gerne darauf verzichten, alles nochmal zu machen. Alle Sprungpassagen. Alle Gegner. Komm, hast du. Gönn dir mal ein Fest mal. Also ich werde auch gleich den Part beenden, die restliche Abteilung beim nächsten Mal. Ich möchte nur wieder zurück in die materielle Welt. Die Spektralwelt beende ich ungern Parts. Das ist einfach ein Fakt. Können wir sagen, was so weit? Das ist komplett konfus und labyrinthartig aufgebaut. Ich glaube, hier sind wir richtig. Gott, ist das seltsam. An sich fällt der Dungeon cool und kreativ, aber ist schon Ärger in sich. Ja. Hier geht es in die materielle Welt. Und das Problem ist, hier geht es zur Jump'n'Run-Hölle. Hier ist die schwerste Passage. Auch eine der schwersten Stellen im Spiel. Irgendwie muss man jetzt auf diese Balken kommen. Ich frage mich nur, wie. Ach, hier kann man klettern. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Das ist gut zu wissen. Dann wissen wir schon mal, wie es weitergeht. Das nehme ich mal mit. Schaden kann es nicht. Ja, und hier müssen wir richtig präzise über die Balken springen. Und da habt ihr diese Wassersprengladder gesehen. Diese Drachenköpfe oder was es auch mal sein soll. Wo Wasser rausfliegt. Da müssen wir auch richtig präzise rüberspringen. Und dann sind wir schon fast beim Boss. All das im nächsten Part. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, Daumen hoch, falls euch das hier gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!